Viele Eltern sind in der Medienerziehung überfordert oder einfach auch genervt davon, dass ihr Kind nicht fähig ist, die digitalen Medien bei Zeiten auch ja, wegzulegen, in eine nächste Aktivität zu gehen. Das Ganze führt immer wieder zu Diskussionen und Streitereien in der Familie und irgendwie hast du es absolut satt. Die Sache ist die, es gibt hier einen ganz bestimmten Fehler, den viele Eltern machen, ohne das wirklich zu wissen. Und dieser Fehler führt eben genau auch zu diesen sinnlosen Diskussionen und Streitereien. Doch was ist dieser Fehler ganz genau und wie kannst du diesen verhindern? Das schauen wir uns hier in diesem Video an. Ein digitales Willkommen hier bei Lösungen für die Medienerziehung. Ich bin der Ben und heute geht es also um diesen einen Fehler, den so viele Eltern in der Medienerziehung machen und der schlussendlich eben auch zu diesem Dilemma führt, welches eben auch zu Diskussionen, Streitereien in Bezug auf die Mediennutzung eben auch führen. Doch wie kannst du diese Diskussionen und Streitereien verhindern? Wie kannst du verhindern, dass dir dieser häufige Fehler eben passiert? Ja, und dazu möchte ich dir das sogenannte Dilemma der Medienerziehung eben auch etwas näher erklären. Und anfangen möchte ich hier beim ersten Punkt. Und zwar ist das, ja, dieser Punkt, in dem die Kinder eben auch ja sehr schnell eine gewisse Expertenrolle in Bezug auf die Mediennutzung eben auch einnehmen. Und zwar ist es so, ja, dass Kinder da sehr schnell eben auch, ja, da drauf tippen, swipen und Sachen vergrößern, verkleinern können und man hat das Gefühl, die sind eigentlich mit diesen Fähigkeiten schon auf die Welt gekommen. Und ja, damit entsteht auch der Eindruck, dass die Kinder eigentlich sozusagen Profis sind auf diesem Gebiet. Sie sind ja die Digital Natives, also die, die im digitalen Zeitalter geboren sind und somit auch das quasi wie verinnerlicht haben. Was die Kinder aber nicht verinnerlicht haben, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass das ja, vergessen oder wissen schlichtweg viele Eltern nicht, die, ja, die Kinder, die können diese Kontrollkompetenz über die digitalen Medien noch gar nicht so richtig aufbringen. Das heißt, digitale Medien, die wirken ja auf das Gehirn des Kindes, lösen da oder triggern quasi das Belohnungszentrum an und das schüttet Glückshormone aus. Das Kind fühlt sich glücklich und möchte so eine Belohnung natürlich wieder erlangen, diese Glücksgefühle wieder spüren und so rennt das Kind quasi diesen Belohnungen, welche ihm das, die digitalen Medien eben auch bieten, diesen immer weiter nach. Das Problem ist aber, dass Kinder im Vergleich zu uns Erwachsenen die sogenannte Aufschiebekompetenz von solchen Belohnungen noch gar nicht haben. Kinder können Belohnungen nicht auch später verschieben und das sehen wir zum Beispiel auch in Bezug auf Süßigkeiten. Auch Süßigkeiten triggern das Belohnungszentrum im Gehirn des Kindes an und ja, Kinder können nicht aufhören, Süßigkeiten zu essen. Wenn wir Erwachsenen ihnen diese nicht wegnehmen, würden sie diese essen, bis sie so einen Bauch haben und vor Bauchschmerzen nur noch am Boden liegen. Und deswegen ist es wichtig, dass da die Eltern diese Verantwortung übernehmen. Ja, schauen wir doch hier nochmals weiter, denn in der Medienerziehung geschieht das ja oftmals nicht so. Was geschieht denn da? Oftmals ist es so, dass ja, die Eltern da eben ein Gefühl von Kontrollverlust und Machtlosigkeit erleben in Bezug auf die Mediennutzung des Kindes. Sie möchten diese Kontrolle wieder erlangen und das endet aber meistens eben auch darin, dass die Eltern den Kindern Vorwürfe machen, weshalb sie eben diese Medienzeiten nicht besser einhalten können, warum sie diese Medien nicht weglegen können, warum sie sich nicht mal mit etwas anderem beschäftigen, warum gibt das eigentlich, endet das immer in so einem Streit und in solchen Diskussionen. Ja, und bei den Kindern hat das natürlich auch eine gewisse Auswirkung, denn die Kinder, die sind da natürlich irritiert davon, die verstehen nicht ganz, was da die Eltern von ihnen wollen, weil sie diese Kompetenz noch gar nicht haben. Da verlangen die Eltern etwas von ihnen, was sie eigentlich noch gar nicht in der Lage sind, auch so umzusetzen. Und dadurch kommt es eben ja dazu, dass das Kind eben auch resigniert, was die Eltern sagen in Bezug auf die digitalen Medien, denn die Eltern geben dem Kind da quasi unmögliche Aufträge.
Beiträge, und das ist genau das Fatale an der ganzen Sache, denn dadurch, ja, entstehen natürlich auch diese Diskussionen und Streitereien, denn ja, das Kind resigniert natürlich auch die Regeln der Eltern und denkt sich, ja gut, ich weiß auch nicht, was die da wollen mit Medien weglegen und so, scheiß drauf quasi auf gut Deutsch, und machen wir einfach unser Ding. Und durch diese, ja, sinnlosen Diskussionen und Streitereien, die da entstehen, ja, entsteht dann noch ein weiterer Effekt, und das ist ziemlich fatal, nämlich dass das Kind das Vertrauen in die Eltern und in die Medienkompetenzen der Eltern eben auch verliert. Und hier kommt das Fiese, das Ganze führt nämlich wiederum dazu, dass die Eltern, ja, eben ein Gefühl von Kontrollverlust und Machtlosigkeit erleben, und der ganze Ablauf startet wieder von vorne, und somit befinden wir uns hier eigentlich in einer Art Teufelskreis. Ja, doch wie kommt man aus diesem Teufelskreis, aus diesem Dilemma der Medienerziehung heraus? Dazu ist es wichtig, dass du hier in diesem ersten Schritt eben auch diese Expertise deines Kindes, diese Fähigkeiten deines Kindes eben auch akzeptierst und respektierst, und das ist eben die wichtigste Lösung, dass du hier eine Haltung einnimmst, die möglichst offen ist, möglichst interessiert ist in Bezug auf den Medienkonsum deines Kindes und dir da eben auch bewusst bist, dir dieses Bewusstsein eben auch eintrichterst quasi, dass dein Kind schlichtweg nicht fähig ist, diese Medienzeiten selbst in den Griff zu kriegen. Natürlich gibt es da verschiedene, ja, Unterschiede, da gibt es natürlich auch, ja, mit dem Alter lernt natürlich das Kind diese Fähigkeit, da, ja, sind große Unterschiede vorhanden. Ich denke, so zwischen 10 und 14 Jahren, in diesem Zeitraum etwa, lernen die Kinder diese Kompetenzen, nehmen sie diesen Entwicklungsprozess eben auf und schaffen es dann eben auch selbst, bis zu einem gewissen Maß natürlich, diese Medien selbst auch wegzulegen, aufzuhören, selbst diese Medienzeiten in den Griff zu bekommen. Ja, und auch wir Erwachsenen wissen doch, wie das ist. Auch wir haben teilweise Mühe, diese Aufschiebekompetenz auch wirklich so umzusetzen. Auch wir fühlen uns immer wieder mal angezogen von diesen Medien, sind immer mal wieder länger dran, als dass wir es eigentlich vorhatten. Und deswegen dürfen wir, weil wenn uns das passiert, dann und es für uns schwierig ist, ist es für die Kinder eben etwa 10-mal schwieriger als für uns Erwachsenen. Und wir wissen, dass ja auch gerade dieser Vergleich mit den Süßigkeiten, denke ich, ja, zeigt einem da ein wenig auf, dass es eben, ja, einfach zu viel verlangt ist. Du kannst deinem Kind nicht einfach einen Kilosack Süßigkeiten geben und dann erwarten, dass das Kind ja irgendwie verantwortungsvoll damit umgeht und nicht zu viel Süßigkeit isst. Das geht einfach nicht. Dazu ist dein Kind schlichtweg noch nicht in der Lage, wenn es eben diesen Reifeprozess quasi noch nicht durchgemacht hat. Ja, und damit kommen wir eben zum wichtigen Fazit dieses Videos, nämlich, dass du eine möglichst offene, möglichst interessierte Haltung in Bezug auf den Medienkonsum deines Kindes einnehmen solltest. Eine Haltung, welche ohne Vorurteile und eben auch ohne Vorwürfe auskommt. Denn das ist es, was eigentlich diese Streitereien auch wirklich auslöst, dass da die Eltern eine vorwurfsvolle Haltung den Kindern gegenüber einnehmen, ihnen Vorwürfe machen, dass sie diese Medienzeiten nicht in den Griff haben, obwohl die Kinder ja rein von ihrer Entwicklungsstufe noch gar nicht so weit sein können, dass sie diese Medienzeiten selbst in den Griff haben. Und deswegen ist es wichtig, dass du da eben auch eine offene Gesprächsebene auf Augenhöhe anstrebst, damit du eben, ja, dem Kind vielleicht nicht immer diese Medien wegnehmen musst, sondern da eben auch ein bisschen über das Gespräch, über die Aufklärung, dem Kind eben auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass es da eben auch doch diesen Drang nach Belohnungen eben auch selbstständig versucht, in den Griff zu bekommen. Sehr ähnlich, wie wir das ja auch mit der Zeit mit Süßigkeiten bei unseren Kindern machen. Wenn du jetzt sagst, ja gut, aber mein Kind, das hat das wirklich komplett nicht im Griff, diese Streitereien nehmen wirklich unglaubliche, ja, Sphären an und eigentlich muss da wirklich mal was ganz Konkretes passieren, dann kann ich dir empfehlen, hier unter diesem Video auf den Link zu klicken. Dort gelangst du nämlich zu meinem kostenlosen Strategievideo, in dem ich dir ganz konkrete Strategien eben genau für solche Fälle vorstellen werde. Und jetzt gleich würde ich dir empfehlen, hier mit diesem Video weiterzumachen, denn da, ja, zeige ich dir eigentlich die gefährlichste Auswirkung von digitalen Medien und gehe eben auf dieses,
Triggern des Belohnungszentrums und was das Ganze eben bei deinem Kind eben auch bewirkt, gehe ich da ganz genau drauf ein. In dem Sinn würde ich sagen, wir sehen uns hier gleich beim nächsten Video. Ein digitales Auf Wiedersehen von mir, eurem Ben.